Ein wenig Eis und dann ist wieder gut. So sieht es aus. Gut, und das Spiel geht weiter. 5 Minuten noch in Halbzeit 1. Spielstand 12:3. Und der Ballverlust für Rostock und sofort das schnelle Spiel von Grün-Weiß-Schwerin. Theresia Meissner und das Tor. 13:3. Es war ihr 5. Treffer in diesem Spiel. War ein klasse Kreis am Spiel auf Isa Zedler mit ihrem 2. Treffer, 13:4. Der Wurf geht im Block. Ein wenig zu überhastet, zu früh abgeschlossen gegen 3 Mittelblöcke. Würde ich jetzt mal sagen. Aber vielleicht, ich weiß nicht, wenn man vielleicht mal, so wie es bei uns auch immer ist, wenn du hochspringst, musst du gucken. Das sage ich meinen Spielerinnen ja auch. Immer, jedes Mal. Du musst nicht raufballern. Du kannst ja auch gucken. Du, wenn du 3 Leute auf dich ziehst, sind immer noch mindestens 2, 3 andere Leute frei. Ja, und das ist. Aber ich denke mal, die Mädels werden das, denke ich mal, schon verinnerlichen, aber ich weiß nicht, aber heute, aber jetzt spielen sie sich mindestens schon besser als im ersten Spiel. Das heißt also, ich springe erstmal hoch und guck dann, was ich mache? Ja, du springst hoch und guckst, was du machst, tust deine Leute. So viel Zeit muss sein da oben, ist so. Sag ich meinen Mädels jedes Mal, wenn du große Spielerinnen im Aufbau hast und die springen hoch, die können ja gucken. Wenn du natürlich jetzt aber 3 gleich große hast, hast du weniger Chancen im Block, als wenn du dann mal guckst und dann vielleicht mal den Kreislauf oder den Außen anspielst. Ja, das klingt recht überzeugend. Das heißt, es gibt dann direkt Sprungtraining bei euch, dass man hoch genug springt, um genug Zeit zu haben? Wir machen auch Sprungtraining, ja, und solche Sachen werden auch geübt. Ja, ja. Ja, ja, sowas machen wir auch noch nebenbei. Wir sagen es gerade, 2 Minuten noch zu spielen. Wieder gut durchgesetzt in den Pfosten. Tor für Grün-Weiß-Schwerin. 15:6. Bogenlampe doch noch ins Tor gefallen von Caroline Schollack. Schollack, ihr 3. Treffer in dieser Partie, 15:7. 1 Minute 15 Sekunden. Du solltest vielleicht öfters mal die Flasche treten. Ich bin mir jetzt auch besser. Haben wir gerade festgestellt. Ja, haben wir gerade festgestellt. Schön auf außen rausgespielt. Franziska Horn. Nicht erfolgreich gegen Andrea Klaassen. Es bleibt beim 15:7. So.
als Trainer, wie motiviert man seine Mädels, wenn man das erste Spiel mit 10 verloren hat und jetzt noch nicht mal Halbzeit schon wieder mit 8 hinten liegt? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, man kann sie nur darauf hinweisen, sie können alle Handball spielen, so sage ich das meinen eigentlich immer. Sie können alle Handball spielen und sie müssen weiter kämpfen. Auch wenn sie mal im Spiel mit 10 Toren zurückliegt. Du musst weitermachen und weiterarbeiten in der Sache. Und da ist der entscheidende Pfiff zur Halbzeit, 16-7 für Grün-Weiß Schwerin. So, und auf geht's im zweiten Spiel, beziehungsweise in der zweiten Halbzeit, Grün-Weiß-Schwerin gegen den Rostocker HC. Spielstand 16-7. Da ist das erste Tor in dieser Halbzeit ebenfalls erzielt, wie in der ersten Halbzeit vom Rostocker HC. In diesem Fall von Isa Zedler. Neuer Spielstand 16-8. Das ist Gelb gegen die Nummer 2. Im Rostock und die hat schon Gelb. Und das bedeutet 2 Minuten. Ja, 26-17 Gelb schon gehabt. Also 2 Minuten jetzt für Johanna Borchardt. Und technischer Fehler da. Entschieden, das ist in Überzahl natürlich besonders bitter. Und Rostock jetzt in Unterzahl. Da gibt es 7 Meter für Rostock und gelbe Karte gegen die 26, Franziska Horn. Und 7 Meter für Rostock. Und Schollack scheitert an Fischer. Dunkel geworden hier in der Halle. Und Theresa Meissner setzt die Darmkreisklasse durch. 6. Treffer in dieser Partie, 17-8. Jetzt ist es dunkel geworden hier in der Reiferbahn. Das Wetter ist trübe, doch für Grün-Weiß sieht es gar nicht so schlecht aus. 17-8 die Führung für die Heimmannschaft. Technischer Fehler bei den Rostockern, zu viele Schritte und der Konter sitzt nicht. Stefanie Bergmann kann den Ball entschärfen und es sind noch 10 Sekunden, dann sind wir wieder voll. Und jetzt ist Rostock wieder voll. Und da haben die Schwerinerin Glück, dass sie den Ball nicht abfangen kann. Der Ball kommt am Kreis, aber abgepfiffen und jetzt beginnt es draußen zu regnen. Und da ist sie wieder drauf, die Johanna Borchardt.
aber Laura Fischer auf dem Posten. Die Lücke gesehen von Juliane Schiller. Und 7 Meter Entscheidung für Grün-Weiß Schmerin. An den 7-Meter-Punkt tritt jetzt wieder Theresia Meissner. Und der Ball passt. 18-8. Zuschauer, wenn das jetzt etwas laut sein sollte, das ist der Regen, der hier auf die Hallendecke prasselt. Und da gibt es jetzt 2 Minuten gegen Katrin Hilger. Und jetzt also Überzahl für den Rostocker HC. Warum gab es da... Oh, leider nicht. Erfolgreich für die Rostockerinnen und Theresia Meissner eiskalt aus der Mitte in Unterzahl das Tor. 19-8 für Grün-Weiß Schwerin. Wurf entschärft